Das Thema Sofortbild, Polaroid und Vergänglichkeit ist ja immer ein Thema, das mich auch sehr interessiert hat. Und ich habe ja sehr viel Filmmaterial, das man ja eigentlich nicht wirklich mehr braucht, seit der digitalen Fotografie. Ich habe irgendwann einmal mit diesen Materialien wieder begonnen zu fotografieren und habe einfach einmal mit der Fachkamera Farbpolaroid gemacht. Dieses Motiv war dann total fragmentarisch und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ja, es ist alles, nicht nur der Mensch ist vergänglich, auch die Materie ist vergänglich. Ja. Und irgendwie die Ausschnitte von dem Polaroid, wo also die Farbe gar nicht mehr da ist, ja, sondern wo auf einmal alles noch mehr weiß ist. Ja. Und die Linienführung vom Abriss von der Farbschicht, ja, zu dem eigentlichen Motiv, das noch sichtbar ist, ja, hat für mich einen extrem starken Reiz ausgeübt. Ich habe damals diese Polaroid-Hüllen, die eigentlich dann schon leer waren und die dann im Grunde genommen zum Entsorgen wären, habe ich aufgehoben, ich habe gesammelt und mir gedacht, die sind eigentlich viel zu schade, dass man es weg hat. Und ich mache aus diesen leeren Polaroid-Hüllen ein neues, eigenständiges Bild. Streetfotografie ist ja überhaupt eine Fotografie, die ich wahnsinnig spannend finde, weil die Straße einfach so viele Reize bietet. Alles hat sich ein bisschen natürlich modisiert, aber jetzt ist das Bild, das Straßenbild, ist ja jetzt gänzlich anderes. Wenn man da auf einem Platz 6 Personen sieht, dann alle telefonieren, dann auf ihr Handy, ja, ist das eine völlig andere Situation wie vor etlichen Jahren. Ich habe damals einen guten Freund gehabt, der ein plastischer Chirurg war. Ja. Ich habe einmal mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, ich hätte so gerne mal eine Serie von frisch operierten Personen nach einer kosmetischen Operation, ob er das für mich regeln könnte. Also sind also die Leute reihenweise zu mir gekommen und ich habe damals diese Bilder alle auf Großformat Ende der 80er Jahre fotografiert. Für die Leute war das von Haus aus klar, dass das bei einer Kunstaktion und bei einer zeitdokumentarischen Serie, dass sie da mitmachen. Und damals in die 80er Jahre war ja das Thema plastische Chirurgie sehr neu, sehr frisch und ja, es war ein spannendes Thema für mich.